Es gibt manche der Unterdrücker der Wahrnehmung, die denken, dass sie die Eigenschaft von Gott besitzen. Tun, zu tun und zu machen, was sie möchten. Aber der einzige Gott, der tun und machen kann, was er möchte, ist wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen der Unterdrücker, egal wie viel er unterdrückt, egal wie viel Unrecht er begeht, am Ende ist er einfach nur ein schwacher Diener, der irgendwann mal sterben wird. So wie einer der Ulama zu einem ungerechten Herrscher kam und dieser Herrscher hat ihn gerufen und wollte mit ihm diskutieren, weil er ihn kritisiert hat öffentlich, und dann hat er ihn, der Gelehrte, diesen Herrscher ermahnt und ihn kritisiert von den ganzen Leuten. Und dann später, als man ihn gefragt hat, verwundert, hat man ihn gefragt, wie hast du das geschafft, dass du vor diesem Herrscher keine Angst hattest, vor diesem Unterdrücker? Er sagte zu ihnen, ich habe mir vorgestellt, wie klein dieser Mann gegenüber Allah ist, und so war er für mich wie eine kleine Maus. Das heißt, er hat ihn mit Allah verglichen. Also, er hat sich dabei gedacht, Allah subhanahu wa ta'ala ist viel größer als dieser Mann. Er ist nur ein Mensch, der genauso wie ich ist. Er muss trinken, er muss essen, er muss schlafen und irgendwann mal wird er sterben. Und deswegen konnte er ihn ermahnen vor den Menschen. Also wissen wir, meine lieben Geschwister im Islam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich die Unterdrückung verboten hat, so müssen wir uns genauso die Unterdrückung verbieten. Weil er hat sie verboten. Er hat sie sich selber verboten und er hat sie, subhanahu wa ta'ala, den Menschen verboten. Und deswegen sind wir auch Menschen, Muslime, die keine Unterdrückung lieben. Oh.